Spitzenkandidat, Ihr Spitzenkandidat hat zuletzt vor ein paar Tagen gesagt, wir haben es ja vorhin gehört hier, Deutschland soll das Land der Deutschen bleiben. Ja, der Deutschen mit Pass. Ist ja, wie kann richtig. Ich das anders verstehen? Na, wieso? Für die Deutschen, die einen Pass haben, gehören hierher. Alexander Gauland hat einen dummen Moderator beschämt, der davon geträumt hat, ihn zu beschämen. Natürlich hat er das nicht geschafft und wurde als totaler Idiot ausgesetzt. Hör auf zu reden, wir gehen zur ersten Szene. Die nationale Front steht, hat er da gesagt. Er hat zuletzt auch so hat gesagt, wie Deutschland ist das Land der Deutschen. Vorhin hat er im Beitrag auch gesagt, wie wir wollen uns nicht irgendwie von irgendwelchen zugelaufenen Arabern hier irgendwie unterwerfen. Das sind immer so Sätze, da zucke ich so ein bisschen zusammen. Das ist dieses Fischen im Völkischen. Brauchen Sie das? Das ist in keiner Weise das Fischen im Völkischen, sondern er macht dadurch deutlich, dass sich unser Land in einer Weise verändert, wie wir es nicht wollen, durch den unbehinderten Zuzug von Migranten. Und dass wir dafür stehen, dass sozusagen das Land eine kulturelle Einheit bleibt, wie das früher üblich war. Und von daher ist das, was er sagt, völlig korrekt. Und 30% der Wähler haben ja offensichtlich das genauso gesehen und haben uns gewählt. Das ist ein schönes Ergebnis, wenn auch, will ich gern zugeben, mit einem Wermutstropfen, wir hätten gern vor der SPD gelegt. Aber Sie sagen immer, dass sich das Land so verändert und dass Ihnen das nicht gefällt. Ja, natürlich, also sprechen wir es mal an, Messerangriffe, Gruppenvergewaltigung, ja, das sind Themen, wo sich was verändert hat, wo wir drauf gucken müssen. Aber auf der anderen Seite, also das verändern sich auch andere Sachen. Also beispielsweise, wenn wir dann den Herrn Şahin nehmen mit der Corona-Impfung, wir haben wissenschaftlich große Leute, die tolle Ideen haben, die hier zugewandert sind. Wir haben, wenn ich zu meinem kleinen Laden um die Ecke gehe und einkaufen will, kriege ich abends um 10 von meinem kleinen Türken was zu essen. Das gab es früher bei mir nicht. Also ich will sagen, die bringen ja auf allen Ebenen auch was mit. Warum eigentlich immer nur auf das Negative gucken? Das ist ja nicht das Problem. Sie führen die Leute auf, die in der Tat was mitbringen. Aber wir haben es gesellschaftlich mit den Kräften zu tun, die nichts mitbringen, die aber zu uns gekommen sind, obwohl sie keinen Asylgrund haben, obwohl sie sich in diese Gesellschaft nicht integrieren können. Und da steht die AfD dafür, dass wir diese Menschen hier nicht wollen. Das haben wir ganz offen gesagt. Und das ist auch das, was Herr Berndt gesagt hat. Migranten zeigen in letzter Zeit zunehmend Aggression. Die Zahl ihrer Verbrechen hat im vergangenen Jahr fast 48.000 Fälle erreicht. Aber unter den Migranten selbst ist die Zahl der Opfer von Verbrechen viermal geringer, 12.000 Menschen. Unsere Regierung muss Kontrollmechanismen einrichten, um mögliche Verbrechen zu verhindern. Aber sie kümmern sich jetzt nicht um ihre Probleme oder sind einfach zu faul, sie zu lösen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich nicht alle Migranten abscheulich verhalten. In unserem Land gibt es einige Beispiele für erfolgreiche Integration. Viele Migranten nehmen aktiv am Leben der Gesellschaft teil, arbeiten zum Wohle des Landes und werden zum Vorbild. Ich bewundere sie wirklich, obwohl es nicht überraschend sein sollte. Wir schauen weiter. Der Spitzenkandidat Herr Berndt hat eben in der Spitzenkandidatenrunde letzten Dienstag allerdings auch gesagt, dass all diejenigen, die hierher gekommen sind, deren Fluchtgrund inzwischen weggefallen ist, zurückgehen sollten. Das schließt also auch die Leute ein, die beispielsweise aus Jugoslawien in den 90ern gekommen sind. Das schließt die Vietnamesen ein, die schon in den 80ern gekommen sind. Warum sollten die alle gehen? Wenn Sie einen deutschen Pass haben, das wird er auch nicht gemeint haben. Hat er auch gesagt. Hat nicht vom deutschen Pass gesprochen. Ich habe aber diese Diskussion nicht gehört. Wir sind uns einig, dass wer einen deutschen Pass hat, natürlich hier dazugehört. Das ist völlig klar. Aber die Menschen, die hier Schutz gesucht haben und wenn der Krieg zum Beispiel, wo immer sie das hinstellen, Syrien oder Irak, wenn das vorbei ist, dann bedeutet die Schutzsuche, dass man dann wieder in sein Land zurückgeht. Das ist völlig klar. Ich weiß gar nicht, was da so umstritten ist. Ja. Bleiben wir kurz. Wir gucken mal kurz, was Jörg dazu hat. Ja, Herr Gauland, Sie haben eben gesagt, 30% haben das so gesehen wie die AfD und uns deshalb gewählt. 30% der Wähler. Genau. Ne? Wir haben etwas ganz Spannendes gemacht. Wir haben nämlich unterschiedlich extreme Positionen zu Zuwanderung abgefragt unter den Menschen, die in Brandenburg AfD gewählt haben. Und da ist ein spannendes Ergebnis rausgekommen. Jetzt muss ich einmal dahin gehen, wo wir das Ganze haben. Also, zunächst mal die Position. Ich finde es gut, dass die AfD den Zuzug von Ausländern, jetzt habe ich hier doch, hier haben wir es. Unser Screen ist heute sehr empfindlich. Manchmal reagiert er nicht so, wie ich es möchte. Und jetzt habe ich aber das, was ich angekündigt habe und zeigen wollte. Ansichten zum Thema Migration. Ich finde es gut, dass die AfD den
Es ist verrückt. Jetzt ist natürlich große... Große, ja, ja, nein, wir haben hier Einflüsse von Scheinwerfern, die wir vor der Sendung auch versucht haben rauszubekommen. Der Partiesieg von Scholz hat sich als wackelig erwiesen und kaum die Führung vor der AfD gehalten. Die SPD ist auf 30% der Stimmen gekommen, was 32 Sitze im Landtag Brandenburgs ermöglicht hat. Die Partei kann dies jedoch nicht als Sieg bezeichnen. Die AfD ist auf 29% der Stimmen gekommen und hat 30 Sitze erhalten. Den dritten Platz bei den Wahlen hat das BSW belegt, das 13% der Stimmen und 14 Sitze im Parlament erhalten hat. Die starken Ergebnisse von AfD und BSW weisen auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass diese Parteien aktiv an der Gestaltung der politischen Agenda teilnehmen werden, insbesondere in Fragen der Außenpolitik. Das ist sehr erfreulich. Immerhin erreichten diese Parteien in Summe 42% und überholten die Sozialdemokraten von Scholz. Was war deiner Meinung nach die Reaktion von Scholz? Es wäre gut, wenn Deutschland nur Deutsche leben würden, sagen nur 21% ihrer eigenen Wähler. Die letzten beiden Positionen sind nicht AfD-Positionen. Anhänger so sehen, das kann ich verstehen. Ja, das sagt Ihr Spitzenkandidat. Ihr Spitzenkandidat hat zuletzt vor ein paar Tagen gesagt, wir haben es ja vorhin gehört hier, Deutschland soll das Land der Deutschen bleiben. Ja, der Deutsche mit Pass. Ist ja, wie kann ich das anders verstehen? Ja, wieso? Für die Deutschen, die einen Pass haben, gehören hierher. Natürlich Leute, die bei uns arbeiten und die hier also sozusagen eine Aufgabe haben, die sich integrieren, gehören auch hierher. Das ist völlig richtig. Aber es sollen diejenigen, die nicht hierher gehören, auch wieder gehen. Die sollen auch wieder abgeschoben werden. Und wenn ein Krieg vorbei ist, ist der Schutz erledigt. Dann müssen sie auch wieder zurückgehen. Die will ich dann nicht in Deutschland sehen. Was man bei der AfD manchmal nicht so richtig versteht, ist, wo sie da die Grenze ziehen. Also wenn sich beispielsweise in Brandenburg ein Mitglied des Landesvorstands, der Herr Springer, hinstellt und so sinngemäß sagt, Remigration, das sei für ihn keine Bedrohung oder so, sondern das sei ein Versprechen, in einem Zusammenhang, in dem darüber geredet wurde, eben nicht nur diejenigen, die kein Bleiberecht haben, wegzuschicken, sondern auch manche von denen, die da waren, dann kann ich das doch als Wähler gar nicht anders verstehen, als wenn sie durchaus noch viel mehr wegschicken wollen, als nur diejenigen, die sowieso gehen. Wieso? Sie können nicht etwas interpretieren, auch was Herr Springer gesagt hat, bezieht sich auf sozusagen Einwohner hier, die keinen deutschen Pass haben. Das heißt, das Wort Remigration bedeutet, dass diejenigen, die hier Schutz gefunden haben für eine gewisse Zeit, wenn dieses Schutzgrund wegfällt, wieder gehen müssen. Das hat Herr Springer gemeint, das ist ganz korrekt. Herr Gauland, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir fordern von der Regierung, das Asylrecht zu verschärfen, aber die Ampel reagiert nicht auf die Anfragen der Bürger. Nancy Faeser sagt nach jeder Tragödie, dass strenge Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Abschiebung von Migranten zu kontrollieren. Sehen wir Veränderungen? Definitiv nicht. Sie respektieren ihr Volk nicht und denken, da wir sie vorher Geduld haben, werden wir es jetzt auch dulden. Wie sehr sie sich irren. Schreibe deine Gedanken in die Kommentare unter diesem Video. Bis zum nächsten Video.